Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, das kann dann alles. Eine Versenkung, genau. Ab ins Lager sozusagen. Ich habe da draußen noch was Schönes gerade gesehen in der Ecke. Das ist mir irgendwie wohl noch nicht aufgefallen, oder was? Das ist auf jeden Fall eine Art von Blume, die mir knapp geworden ist. Hole ich mir eben noch. Sein Rosenstrauch. Ja, gut. 4 Stück oder so, ne? Da und oben ist er noch einer. Noch einer. Jawoll. So muss das sein. Ja, ich habe ja, als ich das Gewächshaus gebaut habe, habe ich ja viele Blumen da halt reingemacht, eingebaut. Und das ist natürlich, sind natürlich so die eine oder andere Pflanze ist natürlich dann so ein bisschen knapp geworden. Oder knapper zumindest wie die anderen. Im Gelben, die habe ich glaube ich noch genug hier, diese. Ich habe mich schon mal eben damit. Komm her. Los. Kommst du nämlich auch noch so was? Rotes noch da oben. Mir. So, was habe ich denn hier noch? Nee, war ich auf dem Berg eigentlich schon mal? Ich glaube noch nicht, ne? Merk nicht. Hier war ich noch nie. Never ever sozusagen. Sehen. Mal so richtig. Auch eine schöne Perspektive. Das kann ich nie vormachen. Oh, siehst du. Juju, wird er trainieren. Es ist so die nächste Umgebung um meine Hütte und ich habe die noch gar nicht überall geguckt hier. Noch gar nicht, wie das hier überall aussieht. Es sind ja hier auch noch irgendwelche super coolen Höhlen. Was? So, ja, zum Streamen oder zum Spielen? Das ist die Frage. Was ist das eigentlich für einer? Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Warte mal, das kommt man doch irgendwie aufrufen, glaube ich, ne? Ja. Also das eine ist ein Laptop mit jetzt wüsste, was das für ein Prozessor war. Genau. Auf jeden Fall nicht der neueste. Nicht der neueste von Intel. Der Vorgänger. Und der ist bei beiden drin und bei dem einen ist eine, die 950M drin von Nvidia und bei dem anderen die 1080. Das schon hammer geil aus hier. Alte eingebaute Stütze hier. Mal hier unten ein bisschen beleuchten. Ja, machen.
müssten wir so ein bisschen Licht hier einbauen, ne? Dann spawnen uns vielleicht nicht mehr so viele chaotische Viecher. Nicht gut. Gar nicht. Nein. Also dass hier unten Creeper explodieren ist... Nein, das ist gar nicht gut. Den habe ich nicht gesehen. Und höchstwahrscheinlich werde ich diesen Ausflug hier runter bitter bereuen. Aber ganz gut. Eieiei. Lass mal hier noch ein bisschen Licht machen. Ich werde ihn bitter bereuen. Kann mir sehr gut sein, dass ich oben die Rahmen jetzt abgehangen habe. Ich werde es gleich sehen. Das war ungefähr der Bereich der Explosion. Boah, Schweingabel, nichts passiert. Alle Schilder sind noch dran, alle Rahmen hängen noch. Das letzte Mal, als man da unten Creeper hochgegangen ist, waren nämlich so eine ganze Reihe Rahmen weg. Ich muss die alles neu aufhängen. Wer ist ja jetzt gewesen? Und das, obwohl ich es ja unten gerade sicher machen wollte. Ui, ein Schaf. Ich glaube, ich müsste die wieder füttern können drüben. Ich kann die bestimmt jetzt wieder anzüchten da drüben. Neu. Ist das nicht ganz so dicht an der Brücke, sieht besser aus, finde ich. Haben wir so die eine oder andere leichte Korrektur. Ganz gut. So. Jetzt können wir die von der Schiene nehmen. Und mit der Truhe versehen. Ja? So, das kommt rein und das kommt. Das bleibt mal alles hier. So, wo habe ich denn mein Stroh hingeschmissen? Irgendwo hatte ich doch noch Stroh drin. Weizen. Wie komme ich auf Stroh? Also ja nicht. Da ist es noch. Noch 7 Weizen. Wunderbar. So, alles weiße Viecher. 1, 2, 3. 4, 5, 6. So. Dann macht mal was Kleines. 1, 2 und 3. Wuppdiwupp. Oh, achso, hier habe ich noch was offen gelassen. Das ist eigentlich gut.
Eins und zwei. Ja, du noch nicht. Du noch nicht. Geht das doch? Nö. Ich dachte, das würde vielleicht auch mit dem. Nö, ja, spart. Ach, das macht. Nein. So. Mops ärgern. So. Sehr gut. Ja, bis das alles hier bevölkert ist, das wird wahrscheinlich noch so ein ganz klein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, um es mal so zu sagen. Und sind ja auch noch 4 Gehege. Mob schießen. Müssen wir so eine Vorrichtung bauen zum Mobs abschießen? Oder? Die hat mich getroffen. Oder? Jetzt hat sie mich getroffen. Das ist ein Spinn! Gott! So, die kämpfen gegeneinander. Alter Verwalter! Ey! Weg! Was sind denn das? Noch ein Creeper. Oh, noch ein Skelett. Hilfe! Ich will nicht sterben. Hellsack. Immer auf die kleinen Dicken. Meine Fresse. So. Kann doch nicht sein. Ich glaube, ich habe wieder eine Menge geerntet, mein Mopshau. Oh, meine Grashalme weg. Bei meinem Wirschen, Unwirschen reinkloppen hier. Jetzt hat er eine geschafft, jetzt kämpft er gegen mich. Oh. Wo rennst du mit XP an? I kill you. I kill you, sir. Hier, weg mit dir. So. Die müssen ja sowieso weg. Früher oder später, wenn das hier weiter aufgebaut wird, na, dann könnte ich jetzt auch eben einsammeln. Ein schön weiß Blümchen. Porzellansternchen. So. Einfach. Trank der Direktheilung habe ich wieder. Willst du das eventuell sein lassen? Ja. Hat mich entdeckt. Ich
Elch. Passt das eine nicht, kommt ein anderes. So. Jetzt aber. Spielen. So. Aber wieder jede Menge Schafe. Und wir können wieder ein paar Schafe füttern. So. Super. Schäfchen, ich komme. Nein. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt zwei neue? Ja, doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, hier muss noch einer sein. Ja, acht. So. Jetzt viel Spaß. Ja, das ist doch schon mal klasse. Ja, die hinten, die werden langsam immer mehr. Und die habe ich ja schon weitestgehend dezimiert. So. Das passt also. Ich will gucken, ob ich auch wirklich alle Farben hier kriege nachher. Deswegen habe ich vorhin noch nicht alle platt gemacht. Damit ich dann eventuell dann doch noch ein Schaf hier rüber locken kann, als mir irgendeine Farbe fehlt. Weil mit dem Braun müsste ich das irgendwo machen. Braun habe ich, glaube ich. Also die Farbe habe ich nicht einfärben. So, was sagt der hier? Er sagt schon mal dazu. Wollen noch ein bisschen geschnetzeltes machen da hinten? Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geschnetzeltes machen wir noch. Wer weiß, was da hinten noch so alles so rum. Da ist noch Blut von gerade. Liegen noch irgendwelche Knochen durch die Gegend. Da auch noch. Noch. Wollte ich mal irgendwann tatsächlich Rohstoffarmut bekommen, dann kann ich auf jeden Fall genug Knochenmehl nutzen. Wo Knochenmehl brauchst du auch für Hellgrün zum Beispiel. Nimmst du ja dieses Kaktusgrün und mischt das mit Knochenmehl und das Hellgrün. Wo sonst noch irgendwelche. Ne, da ist ein Kürbis. Hab ich ja gar nicht gesehen. Ein Kürbis. Komm her. Oh, komm, komm. Komm zu mir. Sehr schön. Ein Kürbis. In den Breiten reichlich, aber ich sag dir trotzdem mit allen hier. Ich glaube, gerade weil es die in reichlicher Form gibt, habe ich davon eigentlich selten welche gesammelt.
Und die ersten, da wo ich ja ein relativ großes Paket mal gesammelt hatte, habe ich ja fast alle zur roten Farbe gemacht. Entsprechend ist das gar nicht so verkehrt. Mal so ein bisschen was mitzunehmen. Eine Tinte? Nö, so nicht. Doch, da, Tintenbeutel, wusste ich. Auch Farbe, auch mal wieder. Nö. So, sind noch welche. Wir fischen mit dem Schwert. So, auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder schwarze Farbe, Tintenbeutel. Fleisch haben wir ja noch nicht genug, ne? Also da war ja was, meine ich. Also, ich will ja dringend noch ein ganz klein bisschen versammeln. Das ist so fett wie Schweinefleisch. So viele Viecher da, durch das ständige Füttern und nicht schlachten, ich eigentlich noch genug Fleisch habe. Da geht's aber runter. Ja, genauso wie der Graben da bei mir in die Ecke. Hinterm Gewächshaus ist auch einer. Oha. Wenn du da runter kommst, dann gibt doch Fallschirme hier. Nicht sagen, aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mich fünfmal im Kreis gedreht habt und nicht mehr wisst, in welche Richtung gelaufen ist? Rate jetzt einfach mal und falle nicht da rein. Und versuch mal in die andere Richtung zu kommen. Leicht verlaufen. Ganz leicht. Ein klitzekleines bisschen. Vermute mal, dass es irgendwo da hinten lang geht. Ob ich die Blumen, die ich vorhin noch stehen habe, will ich jetzt auch mal mitnehmen hier. Ui, Höhle. Nicht die Mobs aufwecken. Schön nice. Läuft eins rum. Warum können sie Backe kommen? What? Nicht weit genug weg. Da ist noch einer.
Nimmer. Du bitte dich irgendwo. Ich will einfach nicht auf die Pinsel gehen und so. Die sind aber auch nervös. Ne? Da hast du immer das Gefühl, die kommen aus allen Richtungen gleichzeitig. Bei dem Vieh. Mega Kohle vorkommen. Oben ist noch mehr Kohle. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Und schade. Wow, ein Crew. Hab dich. So. Super. Das weiß ich gerne noch. In der Tiefseegraben. Irgendwo war da noch hier, ne? War nicht, oder? Irgendwo muss doch dieser tiefe Graben durch links vor mir. Das. Oh! Bin ganz konzentriert auf dem Rückweg, also ganz, ganz konzentriert. Ne? Also gibt's nichts. Nichts ist wichtiger wie das. Genau die Sorte, die eigentlich bei mir in der Nähe nicht wächst. Was mir wieder zeigt, dass ich nicht bei mir in der Nähe bin. Eventuell heißen könnte, dass ich mich laufen. Ein bisschen. Gute Sache. So, jetzt versuche ich es auch mal in dieser Richtung. Mal da vorbeiflitzen hier. Schon mal der Fall. Bin ich eigentlich durch den Wald gekommen? Also da hinten die Berge sind falsch. Müssten eigentlich die da vorne sein. Müssten eigentlich. Eventuell. Will ich sagen, ich habe ein Dorf gefunden. Und ich habe ein Dorf gefunden. Und ich weiß nicht wo. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.